Mrs. Sterling, ich hoffe doch, dass die Vorbereitungen seit unserem letzten Treffen gut vorangeschritten sind. Bitte, Detective. Archibald genügt voll und ganz. Alles ist in bester Ordnung. Sind Sie bereit, den Feierlichkeiten beizuwohnen? Sie sind der leitende Butler dieses Hauses. Das ist eine Position, die Respekt einfordert. Und ich werde Ihnen diesen weiterhin erweisen, Monsieur Sterling. Und ich muss zugeben, dass mich der Geruch aus der Küche mehr in seinen Bann schlägt, als die Feier an sich. Rihanna ist eine begnadete Köchin, doch bis zum Essen wird es noch eine Weile dauern. Vielleicht kann ich Sie in der Zwischenzeit für einen Drink interessieren. Einige der Gäste haben sich bereits zum Salon zu ihrer Linken begeben. Und die übrigen Gäste befinden sich in der Bücherei auf der ersten Etage. Ich werde mich mit Freuden etwas umsehen. Merci. Es ist meine Verantwortung, mich um das Haus und das Personal zu kümmern. Für das Auflösen belangloser Streitereien bin ich nicht zuständig. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht mehr in der rechten Stimmung ist, um der Feier beizuwohnen. Er gönnt sich oft eine Zigarre, um seine Nerven zu beruhigen. Und wenn das nicht genügen sollte, dann wird die Temperatur draußen sicherlich für den Rest sorgen. Das Abendessen wird im Speisezimmer serviert werden. Doch ansonsten können Sie den Abend ganz nach Belieben genießen. Das ganze Personal scheint wirklich hart für diesen Abend gearbeitet zu haben. Sehr hart. Die Dame des Hauses wollte die Dinge auf eine bestimmte Weise hergerichtet haben. Und genau auf diese Weise wurde es auch erledigt. Merci. Sie waren mir wirklich eine sehr große Hilfe. Aha. Thank you.
Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Sie bei mir an der falschen Adresse sind. Ich bin keine Reporterin. Aber das wollen Sie sich ganz bestimmt nicht entgehen lassen. Sie können mich gleich hier interviewen. Und warum genau sollte ich meinen Abend damit verbringen wollen? Die Welt muss davon erfahren. Sie wollen Zeitungen verkaufen? Ich will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Beide Seiten gewinnen. Ich bin hierher gekommen, um Spaß zu haben. Ich habe kein Interesse an einer Erzählung aus zweiter Hand. Ich war dort. Ich habe alles gesehen, einschließlich der Person, von der die ganze Show veranstaltet wurde. Na gut, ich beiße an. Lassen Sie uns später darüber reden. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich heiße Hercule Poirot. Hugo Beckers. Freut mich. Ich hoffe, dass ich Sie nicht störe. Auf Feierlichkeiten wie dieser weiß ich oft nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und weil Sie nichts mit sich anfangen können, bin ich nun die Notlösung. Jedenfalls freue ich mich immer darüber, eine neue Bekanntschaft zu machen. Ich arbeite schon eine geraume Zeit mit Gideon zusammen. Wir erreichen großartige Dinge zusammen. Wirklich großartige Dinge. Ich wusste gar nicht, dass er Teil einer Gewerkschaft ist. Nun ja, das ist er auch nicht wirklich. Aber er ist ein starker Verbündeter in den Schlachten, die wir zu schlagen haben. Ohne seine Unterstützung wären unsere harten Kämpfe sicherlich noch schwerer zu bewältigen. Hoffentlich werden meine Unterhaltungen mit der Silva auch ihm dabei helfen, das Licht zu sehen. Ich weiß nicht, was Sie gehört haben wollen, aber ich kann Ihnen versichern, dass es um eine private Angelegenheit ging. Und ich würde dies auch gerne so belassen. Ich kann Ihnen versichern, dass... Dann sollten wir es jetzt wohl besser darauf beruhen lassen.
Es gibt keinen besseren Weg, um seine Bestimmung im Leben zu finden. Ich setze mich für all die Arbeiter ein, die genau das nicht selbst tun können. Arbeiten Sie in einer Gewerkschaft? Ich bin ein Gewerkschaftsführer. Zumindest ist das mein offizieller Titel. Ich sehe mich allerdings als wesentlich mehr. So viel mehr. Ich bin das Gesicht der Leute. Eine Stimme in einer Leere, die sonst nicht durchdrungen werden kann. Sehr feurig. Sie haben ein Talent für das Verketten von Worten. Das ist in meinem Arbeitsfeld unerlässlich. Einige kämpfen mit ihren Fäusten, aber ich glaube, dass Worte die ultimative Waffe sind. Merci. Wenn ich erneut nicht mehr weiß, was ich mit mir anfangen soll, werden meine Schritte mich sicherlich wieder zu Ihnen zurückführen. Oh. Es ist mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ebenso. Sie sind wohl nicht von hier, was? Mein Name ist Hercule Poirot. Ich bin ein Freund der Mademoiselle und baldigen Madame Angeline. Ich verstehe. Jacqueline Conrad. Meinen Namen haben Sie bestimmt schon einmal gehört. Ich muss leider eingestehen, dass dem nicht so ist, Madame. Die Madame können Sie sich sparen. Ich bin nicht verheiratet. Nennen Sie mich einfach Jackie. Oui. Jackie. Die Sache ist die, dass ich eine Person bin, die man gerne kennenlernen will. Und in deren Gunst man stehen möchte. Es wäre also klug von mir, es mir nicht mit Ihnen zu verderben? Das wäre nur zu empfehlen. Sie würden nicht glauben, wie viel Einfluss ein paar positive Geschichten auf den Namen einer Familie oder auf eine Karriere haben können. Und genau das haben Sie also für die Familie Vandenbosch getan? Ein wenig Hilfe kann viel ausmachen. Und von dem, was ich gesehen habe, können die Damen etwas positive Unterstützung durchaus vertragen. Das nennt man auch lauschen. Oh, pardon. Ich wollte meine Nase nicht in Ihre Angelegenheiten stecken. Bei allem Respekt glaube ich nicht, dass Sie meine Angelegenheiten etwas angehen. Wirklich? Sie wissen nicht, wer ich bin? Ich bitte aufrichtig um Entschuldigung. Und da dachte ich, dass ihr Europäer kultiviert sein sollt. Vielleicht hätten Sie Ihre Hausaufgaben machen sollen. Das habe ich. Und es überrascht mich nicht wirklich. Es wird immer Leute geben, die sich einen Vorteil auf Kosten anderer erspielen wollen. Menschen versuchen stets nur, sich selbst zu helfen. Denken Sie nicht, dass das eine recht pessimistische Sicht der Dinge ist? Und doch ist es die Wahrheit. Meiner Erfahrung nach ist es zumeist jemand, den das Opfer kennt. Und oft sogar sehr gut. Sie bringen mich noch dazu, diejenigen zu hinterfragen, die ich als Freunde ansehe. Und vielleicht sollten Sie das auch. Falls Sie ein Geheimnis haben, von dem die Welt nichts erfahren soll, dann sollten Sie es am besten für sich behalten. Leider muss ich mich nun verabschieden. Aber ich werde nächstes Mal nach Ihrem Namen Ausschau halten, wenn ich eine Zeitung in Händen halte. Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie...
Bonjour. Sind Sie ein Gast von Mademoiselle Angeline oder Monsieur Demir? Kenne ich Sie? Wo sind meine Manieren geblieben? Mein Name ist Hercule Poirot. Der Gesetzeshüter? Oui, Monsieur. Detective Poirot. Und Sie sind? Ernesto da Silva. Es ist mir ein Vergnügen, Monsieur. Das habe ich. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Zeit für kindische Schulhofstreitereien. Sie wissen nichts darüber, warum der Streit ausgebrochen sein könnte? Ich habe etwas über eine Zigarre gehört. Nur Felix ist kleinkariert genug, um sich über so etwas Belangloses aufzuregen. Eine Zigarre? Ja, Monsieur Demir hatte eine von Felix' kostbaren Zigarren in der Hand. Wenn Sie mich fragen, sind die sowieso nicht echt. Angesehene Gentlemen? Das waren zwei Alpha-Männchen, die mit ihren Köpfen aneinander geraten sind. Und Master Gideon war der Sieger. Gewiss haben wir die Tage hinter uns gelassen, in denen wir uns mit unnötigen Zurschaustellungen roher Stärke gegenseitig beeindrucken mussten. Wenn es darum geht, eine Frau zu beschützen, sind diese Tage noch lange nicht hinter uns. Männer kehren in solchen Situationen stets zu ihrer primitivsten Form zurück. Mademoiselle Angeline? Der Major hat doch sicherlich keinen Grund dazu, sich bedroht zu fühlen. Monsieur Gideon soll doch schließlich ihr Ehegatte werden. Und doch hat er die letzten Jahre damit verbracht, die Familie zu unterstützen, wie er es nennt. Klammert sich an alles, was er zu fassen bekommt. Ich bin Geschäftsmann. Verstehe. Gibt es einen bestimmten Geschäftsbereich, auf den Sie sich spezialisiert haben? Investitionen in Übersee, internationale Beziehungen und ich besitze außerdem auch eine Reihe von Fabriken in der Stadt. Très bien. Sie sind ein Mann vieler Talente. Wir haben als Partner zusammengearbeitet, ja. Sie kennen die Familie Van den Bosch also recht gut. Ich helfe Cassandra, vielmehr Madame Van den Bosch, falls und wenn sie meine Hilfe benötigt. Merci für Ihre Zeit. Es war wirklich äußerst faszinierend. Das wird mich nicht näher ab. Gibt es da etwas, das sich meinem Blick entzogen hat? Die Puzzleteile scheinen endlich ein Grund. Einige mögen es Glück nennen.
Monsieur Demir, so treffen wir uns wieder. Ich hab's dir doch gesagt, nennen Sie mich einfach Zack. Haben Sie Ihr Zimmer eigentlich gefunden? Das habe ich. Und es ist wahrlich eine bezaubernde Unterkunft. Ich glaube nicht, dass ich die gleichen Worte für mein Zimmer wählen würde. Aber wenn ich genug trinke, spielt das eh keine Rolle. Ah, es geht ihm sicher blendend. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Er ist immer der Ritter in strahlender Rüstung, der den Tag rettet. Was hat den Tag denn bedroht, dass er dieses Mal gerettet werden musste? Na ja, wenn Gideon der Ritter in diesem Märchen ist, dann ist Felix der Drache. Felix der Major. Er denkt immer zu, dass er besser ist als alle anderen. Und das nur, weil er ein Major war. Wir wissen alle, wie er an den Posten gekommen ist. In seinen Augen hat er sich dadurch den Platz an der Spitze der Nahrungskette verdient. Gideon meinte, sie gehörten dem Major. Ich hätte ja nicht ahnen können, dass er selbst eine von ihnen so sehr vermissen würde. Ah, dann waren Sie es also, der die Zigarre genommen hat? Ich? Okay, Detective, Sie haben mich erwischt. Ich war der Zigarrendieb. Aber ich hatte noch nicht einmal die Chance dazu, sie anzuzünden. Gideon hat sie mir einfach aus der Hand gerissen. Ich bin mir sicher, dass er sie einfach hätte ersetzen können. In letzter Zeit herzlich wenig. Zumeist habe ich einfach nur Spaß. Früher war ich ein Sanitäter im Militär. Doch diese Tage liegen hinter mir. Eine ehrenvolle Anstellung. Sie wollten diesen Beruf nicht zu Ihrer Karriere machen? Die Entscheidung darüber lag nicht bei mir. Aber ich versichere Ihnen, dass ich das Schlachtfeld wirklich nicht vermisse. Das ist schon in Ordnung. Meine Meinung scheint Sie zumindest zu kümmern, was man von den meisten anderen hier nicht behaupten kann. Ich bin der ältere und hübschere Bruder des Verlobten. Oh, oui. Jetzt erkenne ich die Ähnlichkeit. Wie wundervoll, dass Sie diesen Moment zusammen mit ihm feiern können. Da hört es für mich auch schon auf. Das einzig Wundervolle an dieser Feier ist die Tatsache, dass es kostenloses Essen und Getränke gibt. Sie freuen sich nicht für Ihren Bruder? Ach, Angeline scheint nett zu sein, aber das Heiraten an sich ist einfach nichts für mich. Was gewinnt man denn schon davon, wenn man sich für den Rest des Lebens an eine einzige Person kettet? Außer natürlich einen Haufen Geld. Vielleicht ist es besser, wenn ich mich jetzt verabschiede. Thank you.
Madame Vandenbosch. Ich darf zur Verlobung Ihrer Tochter gratulieren. Vielen Dank. Und Sie sind? Detective Poirot. Es tut mir leid, aber der Name muss mir entfallen sein. Ich war damals noch Officer Poirot. Ich habe den Fall des verschwundenen Armbands Ihrer Tochter untersucht. Oh, Sie sind das. Uns ist heute kein Schmuck verloren gegangen, also werden Ihre Dienste wohl nicht vonnöten sein. Ich bin dieses Mal aufgrund einer wesentlich dringenderen Angelegenheit hier. Ich weiß, warum Sie hier sind, Officer, Detective, was auch immer Sie jetzt sind. Bitte fahren Sie einfach fort. Detective. Und ich verspreche Ihnen, dass ich Sie nicht lange behelligen werde. Verschlossen? Das ist absurd. Das Personal sollte dort ständig ein- und ausgehen. Sie drücken sich hoffentlich nicht schon wieder vor Ihrer Arbeit. Was haben Sie überhaupt im Personalbereich verloren? Ich habe es nur erwähnt, weil ich gehofft hatte, mit einem Mitglied des Personals reden zu können. Aber wenn Sie so beschäftigt sind? Seien Sie ein guter Mann und stellen Sie sicher, dass sich dort niemand vor seine Arbeit drückt. Dafür werden Sie sicherlich nicht lange brauchen. Senken Sie Ihre Stimme! Dazu hatte Angeline kein Recht. Sobald die anderen Damen davon Wind bekommen, dass wir einen Polizeibeamten im Haus hatten, wird die ganze Stadt davon erfahren. Vielleicht sollten Sie sich lieber darauf konzentrieren, den Erpresser zu fassen, der den guten Ruf Ihres Familiennamens bedroht, als um das, was die plappernden Frauen in der Stadt sagen werden. Ich kümmere mich mehr um die Meinungen dieser plappernden Frauen, wie sie von Ihnen so unhöflich beschrieben wurden, als um die leeren Drohungen eines anonymen Briefs. Da stimmt Ihnen Ihre Tochter allerdings nicht zu. Um genau zu sein, wurde mir zu verstehen gegeben, dass einer der heute anwesenden Gäste mehr wissen könnte, als er zuzugeben bereit ist. Die Gäste? Sie meinen unsere Freunde? Sie können doch nicht wirklich glauben, dass einer von Ihnen so kleinkariert sein würde, um einen solchen Brief zu schreiben. Oh, Officer! Sie haben sich kein Stück verändert. Angeline ist jetzt eine selbstständige Frau, die ihre eigenen Kämpfe austragen kann. Sie hat es nicht nötig, dass sich ihr Ehegatte einmischt. Und was für Kämpfe mögen das sein? Das ist nichts, das Sie etwas angeht, Detective. Ich schätze, es ist nur höflich, mit gern geschehen zu antworten. Madame ist immer noch so schlagfertig, wie ich sie in Erinnerung hatte. Es ist wirklich eine Schande, dass von Ihnen nichts anderes in Erinnerung geblieben ist als Ihr Mangel an Respekt. Was soll das heißen? Beschützen? Sie hat doch nicht etwa dieses lächerliche Lösegeld bezahlt, oder doch? Monsieur Demir hat die Kosten auf sich genommen. Er hat das Lösegeld bezahlt, weil Ihre Tochter der Annahme ist, dass es ein Geheimnis zu verbergen gibt. Wie es ein guter Ehemann tun sollte, um Gottes Willen. Warum glauben Sie bitte, dass der Brief überhaupt an Sie adressiert war und nicht an mich? Weil der Täter genau weiß, dass ich den Brief in den Müll geworfen hätte, wo er hingehört. Falls es etwas gibt, was Sie verbergen wollen, dann wäre es klug von Ihnen, mich jetzt darüber aufzuklären, da es bei der Suche nach dem Täter von großer Wichtigkeit sein könnte, Madame. Und es wäre klug von Ihnen, Ihre Nase aus meinen Familienangelegenheiten herauszuhalten. Falls ich Ihre Hilfe in Anspruch nehmen will, werde ich Sie schon darum bitten. Aber da können Sie lange warten. Merci. Eine bezaubernde Unterhaltung wie immer.
Bonjour, Mademoiselle. Oh, Sie haben mich überrascht, Monsieur. Das war keinesfalls meine Absicht, Mademoiselle. Ich hatte gehofft, dass ich mit einem Mitglied des Personals sprechen könnte. Sind Sie der Detective? Das bin ich, Mademoiselle. Detective Hercule Poirot. Ich werde nur einen Augenblick Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Madame Van den Bosch wird sehr wütend werden, wenn sie davon erfährt, dass ich meine Arbeit wegen einer Unterhaltung unterbrochen habe. Erlauben Sie mir, mich um die Madame zu kümmern. Ja, Detective. Madame war sehr deutlich darüber, was wir alles für heute vorzubereiten haben. Nun, alles sieht wirklich sehr exquisit aus, aber wenn Sie mir die unverblümte Frage erlauben, würde es nicht helfen, wenn Sie mehr Angestellte zur Verfügung hätten? Monsieur Archie weiß sehr gut, wie beschäftigt wir sind. Besonders in der Küche. Ich hasse es wirklich, wenn ich mich um die Bedienung kümmern muss. Inge Frank, Detective. Ah. Von der nordischen Göttin des Friedens und der Fruchtbarkeit. Ein wirklich wunderschöner Name. Merci. Es war der Name meiner Grand-Mère. Merci, Mademoiselle. Ich überlasse Sie wieder Ihrer Arbeit. Ich darf mich keinem Impuls hingeben. Meine Handlung... Ich muss eine andere Herangehensweise wählen. Ich kann einfach keinen logischen Zusammenhang... Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Wir müssen mit... Was für eine Enthüllung! Vorgänge werden langsam etwas klappen. Ordnung und Methode. Diese Kombination. Gibt es da etwas, das ich meinen Blick... Ich darf mich keinem Impuls hingeben.
Großartig. Ja, Detective? Es steht mir nicht zu, darüber zu sprechen, Detective. Sollte Monsieur Archie herausfinden, dass ich mich im Wort vergriffen habe, dann... Ich bitte Sie keinesfalls darum, andere Mitglieder des Personals oder der Familie zu verraten. Was Sie mir hier mitteilen, bleibt ganz sicher unter uns, Mademoiselle. Es ist bloß Getuschel, aber angeblich wurde die letzte Bedienstete, die entlassen worden ist, in Bereichen des Hauses ertappt, in denen sie nichts verloren hatte. Offenbar hat sie etwas gesehen, was sie nicht hätte sehen sollen. Bitte, Detective, wenn Monsieur Archie herausfindet, dass ich so mit einem Gast rede. Meine Lippen sind versiegelt, Mademoiselle. Merci, Mademoiselle. Ich überlasse Sie wieder Ihrer Arbeit. Bringen Sie es bitte hinter. Bieten Ihnen die öffentlichen Räume nicht ausreichend Platz, um die Verlobung meiner Tochter zu feiern? Ich denke, dass Sie mich missverstehen. Ich habe lediglich nach den Grenzen gefragt, weil mir zu Ohren gekommen ist, dass ein Mitglied des Personals erst vor kurzem aus ähnlichen Gründen... Es würde Ihnen zugutekommen, wenn Sie Getuschel und Gerüchte in Zukunft ignorieren, Officer. Die besagte Bedienstete war lediglich nicht dazu in der Lage, einen zufriedenstellenden Standard in ihrer Arbeit zu erreichen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich bin Detective, Madame. Und ich bin nur zu diesem Schluss gekommen, weil die Entlassungspapiere den Zwischenfall ein... Muss ich Sie daran erinnern, in wessen Haus Sie sich gerade befinden? Merci. Eine bezaubernde Unterhaltung wie... Erlauben Sie mir, mich vorzustellen.
Hercule Poirot. Detective Hercule Poirot? Mir ist bereits zu Ohren gekommen, dass uns einer der besten Officers des Königs beiwohnen wird. Oui, Madame. Wie ich sehe, eilt mir mein Ruf bereits voraus. Comtesse Margot de Vos, es ist mir ein Vergnügen. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Gut aussehend, gute Manieren und ein Gesetzeshüter. Ich hatte nicht erwartet, einen Gentleman Ihres Kalibers auf dieser Feier anzutreffen. Ihre Komplimente reichen aus, um einem jungen Detective wie mir die Schamröte auf die Wangen zu treiben, Comtesse. Ja, das klingt ganz nach ihm. Das Geld dazu hat er, aber womit sonst könnte dieser Mann auch schon dienen? Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Madame Vandenbosch finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen würde. Nachdem Edwin, der Vicomte, verstorben war, befand sich die Familie in einer ziemlich unvorteilhaften Position. Sie hat die Hilfe nicht in Anspruch genommen, Cherie. Sie hat ihn angebettelt. Ich verstehe. Dieses Gespräch bleibt lieber unter uns. Es ist ein schmerzhaftes Thema für Sie. Er ist ein strammer junger Mann. Angeline hat sich einen guten Partner ausgesucht. Sie sind wirklich ein gut aussehendes Paar. Wenn man mit ihnen spricht, dann ist es selbst für jemanden wie mich, der noch unerfahren mit solchen Emotionen ist, offensichtlich, dass sie sich wirklich sehr innig lieben. Wenn sie zusammen sind, dann ist es wirklich für jedermann offensichtlich. Selbst in ihrem jungen Alter. Aber wer kann schon darüber urteilen, wonach es dem Herzen verlangt? Es ist nicht ungewöhnlich, dass Felix der Mittelpunkt von solchem Ärger ist. Besonders dann, wenn es um die Damen des Hauses geht. Wie mir zu verstehen gegeben wurde, hat er es sich hier recht häuslich eingerichtet. Das ist eine Untertreibung. Er glaubt, dass seine Freundschaft mit Cassandra ihm das Recht auf einfach alles in diesem Haus gibt und dass er sich dadurch sogar bestimmte Auffassungen darüber erlauben kann, wie die junge Angeline ihr Leben zu führen hat. Er erkennt Monsieur de Mire nicht an? Das müssen Sie ihn schon selbst fragen. Oder Sie fragen Gideons Bruder. Er kann Ihnen sicherlich auch etwas über Felix erzählen. Da bin ich mir sicher. Ich bin schon seit sehr langer Zeit eng mit der Familie Vandenbosch befreundet. Es ist sogar schon so lange her, dass ich mich nicht einmal an die genaue Zeit erinnere. Dann müssen Sie sicherlich den verstorbenen Vicomte gekannt haben. In der Tat. Wir waren bereits zu unserer Schulzeit befreundet. Sein Hinscheiden war ein schwerer Schlag für Cassandra und die junge Angeline. Nach seinem Tod wurde ich zu einer Art Beschützerin für sie beide. Ein Schutzengel, wenn Sie so wollen. Meistens beteilige ich mich an Wohltätigkeitsarbeit. Die Zahl der weniger wohlhabenden Menschen steigt immer weiter in die Höhe. Wie äußerst bewundernswert von Ihnen. Man sollte stets Demut zeigen. Ob ich mit ihm zusammenarbeite? Ich habe es gegründet, Detective. Meine Bewunderung für Sie wird nur immer größer. Da mein Ehegatte, der ehrenwerte Comte de Vos, ständig mit seinen Pflichten beschäftigt ist, fehlte es mir an Richtung in meinem Leben. Ich konnte es nicht ertragen, meine Tage ohne einen höheren Zweck zu verschwenden. Während eines Einkaufsbummels in der Stadt fiel mir dann eines Tages die große Zahl an jungen Frauen auf, die auf der Straße leben und betteln mussten. Verdreckt, hungrig und ohne auch nur einen Franken, den sie ihr eigen nennen konnten. Es ist wirklich schrecklich.
Besonders, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen ihre Tage auf diese Weise bestreiten müssen, während andere ihre Leben in selbstsüchtigem Überfluss verbringen können. Ich hoffe doch sehr, dass dies keine hinterhältige Bemerkung über meinen Lebensstil war, Detective. Aber ganz und gar nicht, Comtesse. Sie setzen ihren Wohlstand ein, um die Leben einer Vielzahl von Menschen zu verbessern, die weniger Glück hatten als Sie. Es ist wirklich eine sehr vorbildliche Arbeit, die Sie auf sich genommen haben. Das ist es, nicht wahr? Es war eine wirklich erquickende Unterhaltung. Ich freue mich bereits auf unser nächstes Tête-à-Tête. Was kann ich für Sie tun? Der Major ist ein schrecklicher Mann. Warum sollte ich ihn mögen? Man muss kein Detective sein, um zu sehen, was für eine Art von Mensch er ist. Sie haben es doch bestimmt bereits selbst bemerkt, oder? Ich habe selbst eine weniger angenehme Vergangenheit mit dem Major, aber das ist eine Geschichte, die lieber nicht erzählt werden sollte. Och, ich denke, dass sie durchaus erzählt werden sollte. Sie kann nicht schlimmer sein als die Dinge, die er uns während des Krieges angetan hat. Sie haben zusammen im Krieg gekämpft? Wir waren auf gegenüberliegenden Seiten. Der Krieg ist stets ein sehr schwieriges Thema für alle Beteiligten. Vielleicht sollten wir besser über etwas anderes reden. Wenn Sie gesehen hätten, was ich gesehen habe, was er getan hat, dann würden Sie sich nicht auf seine Seite schlagen. Ich schlage mich auf gar keine Seite hier, Monsieur Zack. Ich denke nur nicht, dass es guten Gesprächsstoff für eine Feier wie diese darstellt. Vielleicht ist es besser, wenn ich mich jetzt verabschiede. Bringen Sie es bitte hin. Sie können so viele Vermutungen anstellen, wie Sie wollen. Einer Reihe von Schilderungen zufolge scheint es so, als hege der Major einen gewissen Grad an Abneigung für ihn und seinen Bruder. Felix will lediglich meine Tochter und den Namen Vandenbusch beschützen. Seit Edwin von uns gegangen ist, hat er sich stets nur so verhalten, wie jeder gute Mann es tun sollte. Vor was genau beschützt er Sie? Das ist eine Frage, die Sie besser an die beiden richten sollten. Gideon ist ein guter, wohlerzogener junger Mann einer sehr angesehenen Familie. Alles sehr wichtige Kriterien für die Auswahl eines möglichen neuen Schwiegersohns. Ein gutes Zuhause sowie eine gute Bildung sagen viel über einen Mann aus. Obwohl sie noch nicht lange verlobt sind, ist sein nobler Charakter bereits offensichtlich. Wenn Sie ein gebildeter Mann wären, dann hätten auch Sie das bereits gesehen. Ich kann Ihnen versichern, dass man meine Bildung keineswegs belächeln muss, Madame. Und doch haben Sie lediglich die Position eines Detectives inne. Vielleicht sind es also dann Ihre Entscheidungen, die hinterfragt werden sollten. Merci. Eine bezaubernde Unterhaltung wie immer. Das Anwesen Vandenbusch. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Ja, natürlich. Bitte warten Sie einen Augenblick. Sir? Ja, ein Anruf für Sie. Soll ich ihn gleich zu Ihnen in das Studierzimmer weiterleiten? Wie Sie wünschen, Sir. Wie kann ich helfen? Was haben Sie angerichtet? Ich hoffe, Sie haben nichts. Nein, Monsieur. Ich versichere Ihnen, dass ich keine Beschwerde vorzulegen habe. Meine Frage dreht sich mehr um die vor kurzem stattgefundenen Entlassungen und den zusätzlichen Arbeitsdruck, dem Sie alle im Moment ausgesetzt zu sein scheinen. Leider mussten wir uns von einigen Mitarbeitern trennen. Sagen wir einfach, dass Ihre Standards den gestellten Erwartungen nicht gewachsen waren.
Merci. Sie waren mir wirklich eine sehr große Hilfe. Das wird mich nicht näher an mein Ziel bringen. Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so... Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen. Ordnung und Methode. Diese Kombination. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Ich kann einfach keinen logischen Zusammenhang. Thank you.
Ich muss eine andere Herangehensweise wählen, wenn ich die Wahrheit... Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Wir müssen mit... Die Vorgänge werden langsam... Ein weiterer Erfolg. Ich... Ich darf mich keinem Impuls hin. Das wird mich nicht näher an mein Ziel bringen. Ich muss eine andere Herangehensweise wählen, wenn ich... Was für eine Enthüllung! Wie kann ich helfen? Er ist schon einige Zeit lang hier. Es zeugt von Lady Vandenbosch's Güte, dass sie ihn hier so lange verweilen lässt. Würden Sie sagen, dass er Teil der Familie geworden ist? Er äußert sich ständig lautstark darüber, wie sehr er die Damen des Hauses zu schätzen weiß. Und in meinen Augen sollte er das auch. Merci. Sie waren mir wirklich eine sehr große Hilfe. Was kann ich für Sie tun? Ich habe schon ein Getränk. Danke trotzdem. Ich möchte nur nicht, dass die Dinge eskalieren. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich habe alles unter Kontrolle. Vielleicht ist es besser, wenn ich mich jetzt verabschiede. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Sie sind ziemlich neugierig, oder? Ich glaube, dass man es Geplauder nennt. Wir unterscheiden zwischen Geplauder und aufdringlicher Neugier. Ich versichere Ihnen, dass das nicht meine Absicht war. Bitte, Monsieur. Ich erkenne einen neugierigen Spürhund für Klatsch, wenn ich einen sehe. Wir haben beide den gleichen Geruch an uns. Der Major ist allerdings keiner Minute Ihrer Zeit würdig. Sie sind kein großer Fan von ihm. Ich würde ihn mit meinem Fächer schlagen, Monsieur. Jeder Mann, der eine Dame so behandeln kann, wie er es tut, hat
seine Stellung nicht verdient. Und welche Stellung wäre das, wenn ich fragen darf? Eine Stellung, in der er Cassandra herumkommandieren kann, als wäre sie eine Angestellte. Er schreit sie an, als wäre sie eine herumstreunende Katze, die zufällig ins Haus gewandert ist. Es ist reiner Wahnsinn. Es war eine wirklich erquickende. Bringen Sie es bitte hin. Warum sollte es mich überraschen? Er ist Angelines neuer Ehegatte und mein neuer Schwiegersohn. Wenn er seine neue Position ernst nimmt, dann ist es nur natürlich, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um das Glück seiner Familie zu sichern. Und für Sie schließt das die Bezahlung von Lösegeldern mit ein? Für mich bedeutet das, dass er seine Frau und den Namen ihrer Familie beschützen soll. Wie ich sehe, haben Sie immer noch kein Taktgefühl oder Anstand hinzugewonnen. Ich sehe keinen Anlass dazu, um den heißen Brei herumzureden, Madame. Bis Sie sich daran verbrennen. Und bis dieser Tag gekommen ist, werde ich weiterhin die Methode einsetzen, die mir die besten Ergebnisse einbringt. Also, Monsieur da Silva? Ja. Er hat mir etwas finanzielle Unterstützung bereitgestellt, wenn sie erforderlich gewesen ist. Wollten Sie das von mir hören? Merci. Ich kann einfach keine logischen Zusammenhänge. Ordnung und Methode. Diese. Gibt es da etwas, das ich meinen Blick in. Großartig. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es. Was für eine Enthüllung! Ordnung und Methode. Diese Kombination ist. Gibt es da etwas, das ich meinen Blick. Großartig. Thank you.
Ich darf mich keinem Impuls hingeben. Ich kann einfach keinen logischen Zusammenhang. Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen. Das wird mich nicht näher an mein Ziel bringen. Die Puzzleteile scheinen endlich ein groß...
Sonst noch etwas? Wie mir scheint, hat sich wohl jemand über mich erkundigt. Ich versichere Ihnen, dass es lediglich höfliche Neugier war. Nun, Sie haben recht. Obwohl ich zugeben muss, dass mir meine Arbeit mit dem Vicomte wesentlich weniger Kummer bereitet hat. Kummer, Monsieur? Sagen wir einfach, dass wir nicht immer einer Meinung waren. Und wenn beide Seiten keinen Kompromiss eingehen wollen, dann gibt es ein Problem. Merci für Ihre Zeit. Wie kann ich helfen? Ah, perfektes Timing. Ich wollte mich gerade aufmachen, um alle im Speisezimmer zu versammeln. Très bien. Ja, Maman, vielleicht die Türkei. Ich würde Gideons Heimatland nur zu gerne mit eigenen Augen sehen. Ich bin sicher, dass wir uns auf einen Ort einigen können, den wir vielleicht beide noch nicht bereist haben. Das war wahrlich mein größter Erfolg. Ich bin nicht sicher, ob Ihre Arbeiter dazu stimmen würden. Sind Sie sicher? Ich habe Ihr Gesicht ganz bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube nicht, dass mir irgendjemand so ähnlich sieht. Zumindest mit meinem Geist hebe ich mich ohne Frage ab. Ich habe schon immer davon geträumt, die westindischen Inseln zu umsegeln. In dieser Hitze? Und mit deinem Teint? Aber Sie haben schon einmal in der Hauptstadt gelebt? Oui, Mademoiselle. Ich habe den Großteil meines Arbeitslebens dort verbracht. Vielleicht schläft er den Rausch von einer halben Flasche Whisky aus. Lass uns nicht so blasé mit unseren Meinungen sein, Bruder. Wenn Sie mich fragen. Das hat, glaube ich, niemand. Sie sind der Officer. Die Schießerei auf dem Dach. Ihr Gesicht war auf unserer Titelseite. Wie mir scheint, bin ich nicht der Einzige hier, der über ein Talent im Schlussfolgern verfügt. Sie... Bitte, kommen Sie schnell! Der Major wurde in seinem Studierzimmer ermordet! Mesdames et Messieurs, ich bin Detective Hercule Poirot von der belgischen Polizei. Bitte bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Ich werde umgehend mit meiner Untersuchung beginnen. Monsieur Sterling, bitte, zeigen Sie mir den Weg. Dies ist Mr. Higgins Studierzimmer, Detective. Wollen Sie, dass ich hier bleibe? Ich habe vollstes Verständnis, falls solch ein Schauplatz Ihnen Unbehagen bereiten sollte. Machen Sie sich keine Sorgen, Detective. Ich habe in meinen Jahren schon weitaus schlimmere Dinge gesehen. Ich bin dankbar dafür, jemanden Ihrer Unverwüstlichkeit an meiner Seite zu wissen. Ich kann einfach nicht glauben, dass ihn jemand so kaltblütig ermorden würde. Es ist so skrupellos. Ich bewundere Ihr Vertrauen in Ihre Mitmenschen. Aber es würde Sie überraschen, zu was Menschen alles bereit sind, wenn Sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Telefonanruf? Ah ja, es war einer seiner Geschäftspartner. Kennen Sie diesen Geschäftspartner? Er hat keinen Namen genannt. Ich glaube, er war Franzose. Der Akzent verwirrt mich immer noch manchmal.
Und hat der Major auf irgendeine Weise anders geklungen als sonst? Panisch, angespannt. War irgendetwas ungewöhnlich? Zumindest ist mir nichts dergleichen aufgefallen. Ich glaube, dass er beschämt war, weil Master Gideon ihn mit nur einem Schlag zu Fall gebracht hat. Das würde mir nicht anders gehen. Mr. Hagen hat grundsätzlich verboten, dass Personal sein Studierzimmer betritt. Außerdem waren alle Mitglieder entweder in den Personalquartieren oder Teil der Bedienung für das Abendessen. Und Sie sind sich sicher, dass alle Mitglieder des Personals anwesend waren? Jeder Einzelne. Es ist meine Aufgabe, jederzeit über die Aufenthaltsorte aller Mitglieder des Personals Bescheid zu wissen. Ich schätze Ihre Unterstützung und Diskretion in dieser Angelegenheit wirklich sehr.